So, wir befinden uns hier vor der JVA. Frauengefängnis Preungesheim. Ich werde heute Jasmin auslösen. Die ist seit knapp 2 Monaten hier drin. Der Vater hat das Geld überwiesen. Und wir werden mal schauen, welche Pläne Jasmin nach der Haft hat. Ob es direkt ins Bahnhofsviertel geht oder ob es dann zu ihrer Familie nach Saarbrücken geht. Seid gespannt. Die Frau Jasmin. Sie hatte mich gestern angerufen. Ich war gestern krank. Das weiß ich nicht. Genau, ich konnte nur gestern leider nicht kommen. Ich glaube, sie hätte gestern schon. Jasmin mit Vornamen. Ja, ich glaube, sie hätte gestern schon gehen können. Ne? Jetzt habe ich extra nochmal bekommen. Also laut System sind es noch 160 Euro. Ich habe hier kein Bargeld zum Wechseln. Also ich kann, ist oben in der VZG noch jemand? Nee, ich brauche es passend. Anders kriegt man es nicht. Das erste Mal hier, ich wusste das nicht. Okay. Ich glaube vorne ist ein Kiosk. Ja. Mal unten gucken. Dann. Kommt sie dann gleich oder dauert das noch? Bitte? Kommt sie dann gleich raus oder dauert das noch? Das wird dauern. Wie lange? Wir müssen so mit Stunde. Eine Stunde. Eine Stunde. Ja, also, tada, bin in Freiheit, bin heute rausgekommen vor exakt 2,5 Stunden. Alles ein bisschen spooky, ein bisschen aufgeregt, aber ja, ne, muss ja auch wieder sein. Ja, aber jetzt erstmal steht an, Familie besuchen zu Hause. Mein Papa, mein Bruder, nicht wieder direkt hier sofort abkacken, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Ne? Ich habe mich ja auch so ein bisschen erholt. Ich hoffe, man sieht, du weißt, ich bin ein bisschen ja. Fett geworden. Nein, du siehst gut, gut aus und erholt ja, aus. Aber ich fühle mich gut, trotz dass ich gerade hier bin, fühle ich mich trotzdem immer noch gut und stabil, obwohl ich schon so viel angequatscht worden bin. Es tönt mich auch gar nicht an im Moment, im Gegenteil, es tönt mich eher ab gerade. Deswegen mache ich für euch und für die Annelie gerade noch schnell den kurzen Post und ich hoffe, euch geht's gut und ja, wie gesagt, jetzt erstmal irgendwie mal gucken, dass ich wieder Familienanschluss kriege und dass ich alles ein bisschen aufarbeite, was ich da so habe im letzten halben Jahr schleifen lassen. Ja. Und du warst 2 Monate drin wegen der Geldstrafe, genau. Ne? Ja, wegen der Geldstrafe. Genau. Gott sei Dank ist das jetzt vom Tisch erledigt. Ich meine, ich bin jetzt 40 Jahre alt und jetzt ist auch irgendwann mal gut. Ich meine, man wird nicht jünger, ne? Und wir haben auch versucht, den Toni zu finden. Ja. Also ihre bessere Hälfte, leider haben wir den jetzt nicht gefunden. Nee. Aber ich denke, der wird hier irgendwo rumlaufen. Aber Jasmin möchte auf jeden Fall nicht wieder zu Drogen greifen, sondern nee. Sie möchte zu ihrer Familie. Ja. Und ich bin das, wie es gerade ist. Und
Das war eh schon ein hartes Stück Arbeit und ich will es ja wieder gleich in den Sand setzen. Ne? Da habe ich gerade überhaupt gar keinen Bock drauf. Mich nervt es auch total gerade hier, diese beiden. Ich bin eigentlich froh, dass ich parken können, die mir auch nicht hinfallen. Das könnt ihr euch auch mal merken für die Zukunft. Ne? Oh Mann. Die Felgen lassen grüßen. Das ist ja Wahnsinn, wie der hier noch besucht hier. Da passt LKW rein, aber der kommt dann nicht. Hier kommt er irgendwie nicht hoch, ja. Wahnsinn. Eieieiei, versuch das nochmal. Warte, nochmal einen Anlauf. So was gibt's auch nur in Frankfurt. Ja, okay, jetzt. Versuch Nummer 4, ne? Versuch Nummer 4. Jetzt hat's geklappt. Ja. Also, das ist ja auch noch ein Kerl. Ich werd ja irre. Scheiße. Damit dann immer wir Frauen können kein Auto fahren, ne? Du hast einen Führerschein noch, hat dein Vater natürlich gesagt, ne? Ja. Den ja, cool. Ich hab den gemacht und ich hab auch nur noch mal einen Punkt gekriegt. Noch nie. Krass. Nein, die weder wegen Alkohol noch wegen Drogen abgefahren. Michaela und Jasmin, ja. Alles gut. Das ist super.